Patrick, ich will mit dir heute über das Thema Fehlerkultur im Profisport sprechen. Ihr müsst auf dem Spielfeld ja permanent schnelle Entscheidungen treffen. Und dabei passieren natürlich auch Fehler. Wie gehst du mit deinen eigenen Fehlern auf dem Court um? Also ich versuche sie eigentlich so schnell wie möglich zu vergessen, da eigentlich schon direkt Sekunden später die nächste Entscheidung ansteht, die ich treffen muss, ob das jetzt im Angriff oder in Verteidigung ist. Da ist es bei uns eigentlich am wichtigsten, einfach weiterzumachen und sich auf die nächste Sache zu konzentrieren. Macht es da für dich einen Unterschied, ob du den, oder macht es generell bei euch einen Unterschied, ob du den Fehler machst oder ein anderer Mitspieler? Also wie ist die Reaktion bei dir, wenn es ein Mitspieler trifft, der einen Fehler macht? Ja, wenn ein Mitspieler einen Fehler macht und erstmal unterbrochen wird zum Beispiel, sind wir natürlich für ihn da, bauen ihn auf, wenn er seinen Kopf mal hängen lässt, was natürlich eigentlich nicht passieren sollte. Aber versuchen ihm auch zu sagen, was er hätte besser machen können eigentlich in dem Moment oder was die richtige Entscheidung gewesen wäre, sagen wir mal so. Da sind wir direkt füreinander da. Sehr gut. Gerade euer Coach, der ist ja, was Fehler angeht, auch mal recht emotional. Also wenn man es im Spiel mal sieht, wenn er in die Coaching-Zone kommt, um da irgendwie was zu besprechen, gerade in den Timeouts, dann wird er schon mal manchmal sehr laut. Wenn ich mir das bei mir auf der Arbeit vorstelle, ja, wenn mein Chef mich für einen Fehler in Anführungsstrichen rund machen würde, wäre ich, glaube ich, erstmal demotiviert und hätte vor allem Angst, einen neuen Fehler zu machen. Trotzdem geht ihr dann nach so einem Anschiss in Anführungsstrichen aufs Feld zurück und bringt volle Leistung, teilweise sogar besser als vorher. Was ist da euer Geheimnis im Sport? Warum klappt das bei euch und was sind da die entscheidenden Elemente? Ja, das stimmt schon, das Coach da sehr streng mit uns ist auf jeden Fall. Aber wir wissen, egal wie er quasi die Nachricht rüberbringen will, das einzige Wichtige ist eigentlich die Nachricht an sich, was er uns sagen will, was wir hätten verbessern müssen oder was er gerne hätte, was anders ist. Da ist das außenrum vielleicht ist nicht so wichtig für uns eigentlich. Das versuchen wir auszuschalten. Wir versuchen nur, das, was sich auf Basketball bezieht, mitzunehmen und dann direkt umzusetzen im Spiel. Wie wichtig sind danach so Zeichen des Vertrauens? Also was man ganz oft sieht, ist, dass nach solchen Gesprächen immer mit ihm abgeklatscht wird. Oder mal so ein Klaps auf den Hintern oder so, einfach so von wegen, ich vertraue dir trotzdem, du kannst weitermachen. Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Natürlich weiß jeder, dass der Fehler falsch war, den er davor gemacht hat. Wahrscheinlich, wenn er rund gemacht wird, sage ich mal. Aber dieser Klaps oder auch ein High Five von ihm gibt dir wieder Vertrauen, baut dich wieder ein bisschen auf und da weiß der Spieler auch, dass der Coach an dich glaubt, sonst würde er dich auch wieder nicht spielen lassen eigentlich. Von daher ist es sehr motivierend, nochmal von ihm da eine Geste zu bekommen. Sehr gute Antwort. Wir betreuen in Deutschland ganz viele Unternehmen und analysieren im Vorgang immer die Situation ganz genau. Was uns da auffällt, ist, dass in der Industrie viele Menschen ganz oft eben Angst vor Fehlern haben, weil Fehler immer was ganz Schlechtes oder als was ganz Schlechtes angesehen werden. Wie ist das bei euch? Was glaubst du, macht da den Unterschied? Also ich glaube, dass es auch Spieler gibt, die Angst davor haben, Fehler zu machen. Also ich weiß auch, dass ich in Situationen schon jetzt nicht richtig Angst davor hatte, aber ich wollte auf keinen Fall dann derjenige sein, der vielleicht da was kaputt macht oder so oder in der wichtigen Situation einen Fehler trifft. Aber ich glaube, dass das auch einfach dazugehört. Also wir sind Menschen, keiner ist perfekt. Das weiß auch unser Coach, dass da Fehler passieren. Natürlich will er, dass so mentale Sachen eher weniger passieren, dann eher so Sachen aus dem Spiel heraus, wo mal eine falsche Entscheidung getroffen wird oder so. Aber solange man da konzentriert bei der Sache ist, denke ich, egal ob das jetzt im Basketball ist oder in der Wirtschaft, da kann man seine Leistung bringen und sich auf die Sache konzentrieren und damit seine Aufgabe erfüllen. Wie geht ihr als Team damit um, wenn jemand wirklich Angst vor einem Fehler hat? Wenn er das merkt im Nachgang? Ja, wir versuchen einfach ihn aufzubauen, also ihm seine Stärken bewusst zu machen, weil sonst würde er nicht bei uns im Team spielen. Es gibt bestimmte Leute, die ihn ausgewählt haben, dass er hier ist. Er muss ja seine Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt haben in der Vergangenheit. Und das versuchen wir ihm klar zu machen, einfach, dass er wieder auch Selbstvertrauen aufbaut und sein Spiel durchziehen kann. Finde ich super. Wie ist es da bei euch mit der Fehlerkultur? Gerade wenn es darum geht, Fehler, du hast gerade gesagt, Fehler gehören zum Spiel dazu. Die sind beim Basketball einfach Bestandteil. Im Unternehmen ist das genauso. Wie wichtig ist da für euch eine Fehlerkultur, dass ihr eben alle gemeinsam auch sagen könnt, Fehler können und dürfen passieren, wir müssen halt nur daran hinterher wachsen?
Ja, das ist sehr wichtig. Also wir schauen uns auch unsere Fehler eigentlich nach jedem Spiel an. Wir schauen ja Video, Film von den Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie wir es uns erhofft haben natürlich. Und da wird uns auch ja, deutlich gezeigt, was wir hätten anders machen müssen oder was die optimale Lösung gewesen wäre bei dem Spielzug oder bei der Verteidigung, wie auch immer. Und es ist auch wichtig, dass die anderen Spieler, die Mitspieler Fehler verzeihen, weil jeder weiß mal, dass sowas passiert und dann ist jeder füreinander da und wenn einer passiert, dann hilft der andere oder helfen die anderen vier auf dem Spielfeld noch aus, ob das eine Verteidigung ist zum Beispiel, wenn da jemand geschlagen wird, weil in der nächsten Sekunde kann es genau andersrum sein, dass ein anderer einen Fehler macht und dann möchte man auch, dass der vielleicht den Fehler 2 Minuten vorher gemacht hat, dann auch für ihn da ist. Und das ist ja einfach wichtig, da stehen 5 Leute als Team auf dem Feld und wir versuchen das Beste aus jeder Sache zu machen, egal ob da Fehler passieren oder nicht. Okay, super. Glaubst du, dass es einen Unterschied ausmacht, wer bei euch einen Fehler macht? Zum Beispiel ein junger Spieler mit wenig Erfahrung, vielleicht wenig Spielzeit, wenn er einen Fehler macht, im Gegensatz zu einem Veteranen, der schon lange dabei ist und viel Erfahrung hat? Ja, also ich glaube, dass vielleicht dem einen oder anderen Veteran ein bisschen mehr verziehen wird, wenn er einen Fehler macht. Aber wenn das Sachen sind, die auch einem Veteran nicht passieren dürfen, dann ist es genauso schlimm, wie wenn es ein junger Spieler macht. Also in wichtigen wichtigen Phasen stehen natürlich die Veteranen, die Leute mit den meisten Erfahrungen auf dem Platz. Und die stehen da aus gutem Grund, weil Coach weiß, dass sie in dem Moment keinen Fehler machen oder dass sie ihre Leistung abrufen können, egal wie viel Druck da auf ihnen lastet. Aber kann natürlich auch passieren, dass dann ein Fehler passiert und das ist dann ja, genauso, was heißt gravierend, aber das ist dann egal, ob das ein Jüngerer oder ob das der Veteran ist, der dann einen Fehler macht. Okay, du hast ja 2015 wirklich ein sensationelles Jahr hier in Bamberg gespielt. In der vergangenen Saison ist die Entwicklung zumindest gefühlt, so als Außenstehender, ein bisschen in Stocken geraten. Fühlt sich für dich jetzt irgendwie anders an, auf dem Feld zu stehen als 2015 oder ist für dich der Druck gestiegen oder ist vielleicht auch die Bewertung deiner Leistung irgendwie anders, weil die Erwartungen vielleicht der Fans höher sind, weil du eben so einen wahnsinnigen Auftakt hingelegt hast? Ja, ich denke, im ersten Jahr habe ich natürlich ohne Druck gespielt, da war es klar, Patrick, geh aufs Feld, schau einfach, wie du zurechtkommst und das ist ganz gut gelaufen, denke ich, also wie sie auch schon gesagt haben. Im letzten Jahr ja, waren die Erwartungen vielleicht sehr hoch und auch mehr Druck da als im ersten Jahr. Und da habe ich eine ja, nicht so konstante Saison gespielt, auf jeden Fall mit vielen Ups und Downs. Und da hoffe ich natürlich, dass ich das dieses Jahr revidieren kann und meine Leistung aus dem ersten Jahr bringen kann und die auch noch verbessern kann. Wie gehst du denn gerade persönlich mit diesen Downs um? Wenn du sagst, ich hatte eine beflügelnde erste Saison, da waren die Erwartungen höher, auch vielleicht deine eigenen Erwartungen. Und dann läuft es leider nicht so rund. Wie gehst du damit um? Ja, wie gesagt, ich versuche mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Ich mache ein bisschen mehr in der Halle, wieder ein gutes Gefühl im Spiel bekommen, im Training. Und man muss dem Trainer dann einfach zeigen, dass man sich verdient zu spielen, dass man verdient, die Einsatzzeit zu bekommen, auch sein Vertrauen auch im Training muss man ein Stück weit wieder erringen, sage ich mal. Um dann wieder mit dem Selbstvertrauen oder auch mit dem Können, dass man weiß, was man auch hat, aufs Spielfeld gehen zu können. Okay. In der Wirtschaft beklagen viele Mitarbeiter immer mehr, dass eben dieser Erfolgs- und Leistungsdruck, den ihr sicher auch habt, immer weiter steigt. Du kennst natürlich nur zu gut, wenn dieser Druck, den ihr auf dem Feld habt, wie gehst du denn persönlich als Einzelner und wie geht ihr als Team mit diesem Druck um? Also ich glaube, dass wir jetzt nicht so oft uns von außen beeinflussen lassen, denke ich. Natürlich wissen wir, dass auch in dem Verein Erfolg erwartet wird, natürlich. Aber wir versuchen auf uns zu konzentrieren, auf unsere Stärken zu verlassen, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, auf jeden Fall. Da wissen wir, dass wir mit denen Spiele gewinnen können, wenn wir die Dinge machen, wenn wir die Dinge präzise machen. Dann ist das eigentlich, ja, ich sag nicht egal, wie viel Druck da ist, aber dann rückt es eher in den Hintergrund. Wenn man sich auf seine Stärken verlassen kann, dann macht das alles einfacher auf jeden Fall. Sehr gut.
Da habe ich nochmal zwei ganz konkrete Beispiele eben zur Drucksituation. Der letzte Saison im Playoff-Finale gegen Bonn hat den Stand von 1-1 und dann wart ihr im dritten Spiel mit 7 Punkten im Rückstand. Ja, das bedeutet, wenn ihr verliert, steht ihr beim nächsten Auswärtsspiel darauf kurz vor dem Aus, wenn ihr das verlieren solltet. Zweite Situation ist, vor zwei Jahren davor wart ihr im Finale gegen München mit einem 0-1 und 14 Punkten Rückstand zur Halbzeit. Ihr wisst dann auch, wenn ihr verliert, wird es auf jeden Fall ganz schwer noch Meister zu werden. Das sind dann einfach zwei belastende Situationen. Trotzdem habt ihr beide Spiele noch gewonnen, danach auch die Meisterschaft. Wie geht ihr als Team gerade in der Auszeit mit so einer Situation und wie reagiert auch der Coach? Ja, der Coach ist da eigentlich relativ positiv geblieben, weil in dem Moment bringt es auch nichts, da negativ zu sein und Spieler sehr hart anzugehen oder sehr hart zu kritisieren, weil er weiß ja, dass er die Leistung braucht für den Spieler in den nächsten Minuten. Und da geht es um alles in den Playoffs, da muss jedes Spiel gewonnen werden. Und wenn man ja, 2-1 oder auch 2-0 hinten liegt, dann ist das sehr schwierig, die Serie noch zu holen, sage ich mal. Und da müssen den Spielern zugeredet werden, muss den Spielern einfach erklärt werden, was gemacht werden muss. Und ihnen einfach die Stärken nochmal in den Kopf rufen, die sie haben, wirklich. Und die Sachen, die Spielzüge ansagen, wo er weiß, dass wir in den vergangenen Spielen damit erfolgreich waren, wo auch die Spieler wissen, das ist genau das, was sie können. Also, dass sie da ihre, ja, sie sagen immer so, ihre Comfort Shots oder ihre Lieblingswürfe, die sie haben, dass sie diese auch bekommen, dass sie die treffen können. Mhm. Dann letzte Frage dazu. Der Stefan Weißenberg hat uns mal gesagt, es ist da wichtig, gerade so in solchen Austeilen oder auch in der Halbzeitpause dann, das Monster irgendwo klein zu machen. Also zu sagen, okay, es sind 14 Punkte, aber es sind nur 14 Punkte. Dann machen wir die nächsten 2-3 rein, sind schon mal deutlich weniger. Also wir können das aufholen. Ist sowas wichtig für euch? Ich muss ganz ehrlich sagen, so genau habe ich dann nicht drauf geachtet, ob das so gemacht wird, aber natürlich. Wir sagen auch immer auf der Bank, wenn es zum Beispiel 12 oder 14 Punkte sind und es sind noch 5 Minuten zu spielen, dann sagen wir, komm, wenn wir es in bis zu 3 Minuten schaffen, es unter 10 Punkte zu bekommen im einstelligen Bereich, ist immer alles machbar. Natürlich hilft es auch dem Kopf dann so zu denken und bringt noch ein bisschen mehr Glaube oder auch Gewissen, dass wir das auch schaffen können, dann hilft es, denke ich, schon. Okay. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, die du Führungskräften im Unternehmen mitgeben würdest, wie man persönlich besser mit Druck umgehen kann, einfach aus deiner Expertise als Spieler? Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss den Spielern vertrauen, beziehungsweise in dem Moment seinen Mitarbeitern. Ich denke, dass wenn man schon mal Erfolg hatte, dass jeder weiß, wie sich dieser Erfolg anfühlt und dass man denen damit auch helfen kann, zu motivieren, aber sie nochmal daran zu erinnern, wie schön es ist oder wie toll es ist, ein Projekt zu Ende zu bringen, das erfolgreich ist, bei dem man gewinnt, sage ich mal, wie wir. Das nimmt vielleicht ein bisschen die Angst davor, die Fehler zu machen, weil man sich dann auch da wieder auf das Positive konzentriert, auf die Stärken, auf das, was man kann. Und ich denke, dass am Ende einfach die Führungskräfte hinter den Mitarbeitern, wie der Coach hinter seinen Spielern stehen muss und die Spieler bzw. die Mitarbeiter das auch spüren müssen. Sehr gute Antwort. Dann jetzt allerletzte Frage zur aktuellen Situation. Ihr seid ja in diesem Jahr wieder eine völlig komplett neue Mannschaft. Es sind viele Spieler gegangen, viele neue dazugekommen. Und letzte Woche habt ihr das Auftaktspiel gegen Würzburg gehabt und das dann auch leider verloren. Ist es für euch in so einem Findungsprozess im Team vielleicht sogar positiv, vielleicht mit einem Rückschlag konfrontiert zu werden? Oder wie ist es für euch besser, mit einer Siegesserie zu starten, einfach für die Teamfindung? Ja, ich denke, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir müssen noch viel arbeiten, das weiß ihr. Das hat auch das erste Spiel gegen Würzburg gezeigt, egal ob wir es jetzt gewonnen oder verloren hätten. Das wäre nicht ausschlaggebend gewesen daran, was wir jetzt in den nächsten Wochen tun, weil wir wissen, dass da noch einiges an Arbeit vor uns liegt. Natürlich tut es gut, mit dem Sieg in die Saison zu starten, weil Niederlage ist immer deprimierend und das will natürlich keiner. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesehen, was wir machen müssen, wie hart wir noch arbeiten müssen, wo unsere Fehler bzw. unsere Schwachstellen liegen oder gelegen haben. Und da müssen wir
jetzt weiter dran arbeiten. Gegen Gießen ist es schon besser geklappt, natürlich war es auch wieder eng am Ende. Aber gewonnen ist gewonnen und jetzt müssen wir nach vorne schauen und uns auf Gotha konzentrieren. Sehr gut, super. Also du hast gesagt und hast geschmunzelt auf die Frage, ob junge Spieler jetzt anders beurteilt werden bei den Fehlern als erfahrene. Jetzt bin ich selber Chef einer Firma und habe viele junge Mitarbeiter eingestellt. Aha. Und die jungen Leute, die sagen oft immer, dass es so schwierig ist, im Business jemanden zu finden, der ihm das Vertrauen schenkt. Weil oft immer kommt, ja, mir fehlt die Erfahrung gegenüber jemandem, der vielleicht schon seit 20 Jahren arbeitet. Jetzt merke ich bei uns im Business auch, Erfahrung macht natürlich schon was aus, weil es einfach Sicherheit verleiht. Weil der Mitarbeiter sagt, ich habe die Situation schon tausendmal erlebt und ich muss mich auch immer darauf vorbereiten. Und für den Jungen ist es natürlich das erste Mal, dieses Aufregen, der weiß noch nicht, wie er sich verhalten muss in der Situation. Was glaubst du, was muss der junge Spieler machen, um auch das Vertrauen vom Trainer oder dann vom Chef zu bekommen, dass er auch in die Situation kommt, dass er in der Beurteilung des Spielers gleichgestellt wird mit dem Erfahrenen? Ja, das ist ganz schwierig. Ich glaube, das geht auf jeden Fall nicht vom einen auf den anderen Tag. Da muss schon, ja, eigentlich so eine Saison, zwei Saisons dahinter liegen, dass du in die Nähe von dem Veteran kommst, denke ich. Aber wie gesagt, man muss im Training seine Leistung bringen, man muss im Training zeigen, dass man die Sachen, die der Coach erwartet, aufs Feld bringen kann, ohne, jetzt sage ich mal, schlechter auszusehen als der Veteran. Ganz einfach, da muss einfach die gleiche Leistung da sein. Und vielleicht müssen in Spielen oder in Situationen, wo weniger Druck da ist, ja, muss der Coach dem jungen Spieler einfach das Vertrauen, muss er einfach geben, um damit er es lernt oder damit er in die Situation kommt, um dann vielleicht auch in den Spielen, die wichtiger sind, wie in einem Playoff-Finale oder so, auch da die Einsatzzeit zu bekommen, dass der Coach weiß, okay, er hat mir das schon mal gezeigt, dass er das spielen kann, dass er die Sachen ausführen kann, die wir machen wollen. Und dann, ja, kriegt er das gleiche Vertrauen wie der Veteran, denke ich. Also gibt es nur eine Chance, und du hast vorhin selber gesagt, du bist häufig in der Halle, ist es dann das höhere Engagement, das du als Junge aufs Parkett legen musst? Oder? Ja, bestimmt ist es das, weil der Veteran hat das die letzten 10 Jahre zum Beispiel schon gemacht und hat da schon seine ganze Energie reingelegt und ja, Engagement. Und das muss, ja, was heißt nicht aufgeholt werden, weil sowas geht nicht innerhalb von einem Jahr, aber muss Wille und Einsatzbereitschaft an den Tag legen, denke ich. Auf jeden Fall mehr als der Veteran, weil, wie gesagt, man hat noch viel zu lernen, man hat noch nicht die Spiele gespielt oder die Spiele gewonnen, die andere Spiele schon gewonnen haben auf Top-Niveau. Und ja, da muss man an sich arbeiten.